So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Final Mix 2 mit mir, dem Emerios, und natürlich euch, den Zuschauern. So, wie wir sehen können, habe ich den neuen Skill Reflektor reingetan, was natürlich Blocken ist für unser Eins. Was natürlich gar nicht so verkehrt ist. Auch wenn Roxas sich komisch hinstellt dabei. Wer blockt denn so, ne? Also muss man sich ja ganz ehrlich überlegen. Es war dran, struggeln. Wir müssen struggeln tun. Beziehungsweise, hier ist Vivi von Final Fantasy 9, meinem zweitliebsten Final Fantasy. Roxas. So spricht normalerweise Vivi nicht. Und Vivi ist auch so mein zweitliebster Charakter draus, würde ich fast sagen. Zweiter oder drittliebster Charakter aus Final Fantasy 9. Natürlich nur ist Freya am besten. Die gute Dragonermaus Krattendame und den Diat. Ja, hören wir es mal an. Müssen wir sogar. Ihr kennt die Regeln bereits, aber eine kleine Auffrischung kann nicht schaden. Es ist ganz einfach. Jeder von euch hat 100 Kugeln. Greift euren Gegner an, um ihm seine Kugeln wegzunehmen. Mehr müsst ihr nicht machen. Ladet ihr einen Treffer, verliert euer Gegner Kugeln. Umgekehrt werdet ihr getroffen, verliert ihr eure eigene Kugel. Also immer schon aufpassen. Sammelt fleißig Kugeln ein. Wenn das Match vorbei ist, hat er gewonnen, der im Besitz der meisten Kugeln ist. Wenn ihr bereit seid, redet mit dem Turnierveranstalter. Er wartet im Ring. Ich habe doch normalerweise nur 2 Kugeln. Halte ich nicht zurück. Ja, Heiner ist ein bisschen angefressen. Also es kann. Ja, pff, ich mache Heiner fertig. Der kann nichts. Hey, sorry about yesterday. What? You still worried about that? You need to learn to let that stuff go. I get a lot on my mind. Sorry, man. Wait, what am I sorry for? Our first match of today's struggle tournament will be between Roxas and his best friend, Haynor. Dann ist es halt Haynor. Regeln, ja, haben wir schon gelesen. Beziehungsweise kennen wir schon. Struggle, aua. Oh Gott. Aua. Hallo? Kann ich auch mal was machen? Dankeschön. Einfach nur aufsammeln hier. Und jetzt bin ich in der Offensive. Oh, aua. Ey, nicht die Kugel aufsammeln, was soll das? Blockt. Und jetzt gibt's auf die Nase. Wo kannst du so? Wo kannst du sowas? Ich möchte meinen Purzelbaum haben. Meinst du wirklich scheiße, ich habe verloren, obwohl ich mehr Kugeln hatte? Willst du mich veralbern? Okay, dann haben wir das Ganze gerade eben nicht gesehen. Okay, einfach nur offensiv. Mir fehlt meine Beweglichkeit. Mir fehlt meine Beweglichkeit, so. Na? Aua. Nein, nix schaust du mir. Ja, sammel du Kugelchen ein. Ich sammle mal hier Pünktchen ein, ne? Okay, hast du nix geschafft? Boah. Nein, nix schaust du. So, jetzt hast du keine Kugelchen mehr. Ich gewinne jetzt. Pass auf. Boah. Ja, genau. Willst du dich verarschen? Oh Mann, ey. War noch 6 Sekunden, aber ja, klar. Wenn er mich K.O. haut, dann habe ich natürlich da verloren, obwohl ich fast das Doppelte an den Kugeln hatte. Natürlich. So krass abgekackt habe ich noch nie gegen Heiner. Boah,
Boah, man ist so lahmarschig am Anfang. Das ist unglaublich. Mir fehlt mein Purzelbaum. Ah, nein, nichts schaust du. Und jetzt gewonnen. So einfach kann's sein. And the winner is Roxas. Ja, wir sind Struggle Champion. Cool. Not even friendship will slow this kid down, and Hayner put up a great fight too. I lost. Oh, I can't believe it. I guess I taught you well. I had a lot of fun fighting you. Yeah, well, I didn't, wise guy. Hey, let's find a way to cheer you up. Nah, that's all right. Out of the way. You in a rush to lose? Don't mess with your elders. Whoa! Just look at those sparks fly. I guess Cypher didn't expect to fight one of his own boys. When did Vivi get so tough? You're mine! I'm not sure what just happened. But the winner is Vivi! In a positively blistering comeback. That's not Vivi. Huh? Thrash him. Looks like Cypher's withdrawn from the struggle for third place. So I'm in third now? Oh, baby! Ja. Zeit weiter so hart abzulusen, also echt. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ja, machen wir Vivi. Keep it clean, fellas. Now, the match you've been waiting for. Roxas versus Vivi. Fertig, Struggle. Guck mal, wie groß der seine Keule machen kann. Der Cheetah. Nein, 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 lass mal das. Nein! Was soll das? Ich werde nicht davonlaufen, ja. Soll er da ein bisschen rumhängen? 11 Kugeln hast du noch? Die krieg ich auch noch aus dir raus, Vivi. Aua! Oh, oh. So, hast keine Kugeln mehr? Gut. Dann sammle ich die ein und hab gewonnen. Boah, ey. Hauptsache Bayern habe ich so voll abgelost, aber danach, ey, kein Problem. Again?
Ja, schon wieder. Again. Diese Klippe ist ein Gegner. So, Stellungsspiele. Dreieck. Hui. Ah, guck mal, die geben jetzt schon 6 RV. Guck mal, gleichzeitig besiegt. Ja, wie gut. Roxas, all right. Fight, fight, fight. You really don't remember. It's me. You know, Axel. Axel? Talk about blank with a capital B. Man, oh man. Even the Dusks aren't gonna crack this mess. Wait a sec. Tell me what's going on. This town is his creation, right? Which means we don't have time for a Q&A. You're coming with me, conscious or not. Then you'll hear the story. Uh-oh. What's going on? Number 13, Roxas. The Keyblade's chosen one. Okay, fine. You asked for it. Die Musik, ey, ich liebe sie. So, jetzt müssen wir gegen Axel kämpfen. Lass das. Aua. Nein, lass das. Was machst du da? Tortet mich, Drecksau. Ah! Aua. Ah! Ja, nein, 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 nein. Darauf halte ich dich noch mal ein. Uhu. Ah, der ist so schnell. Na, jetzt habe ich dich mal hier. Und noch einmal. Ah! Push! Und gewonnen! Analyse! Ja, endlich! Ich hab schon gewonnen, aber bitte komm. So ewig her, ey. So it was you. Roxas! This man speaks nonsense. Roxas! Don't let him deceive you! Roxas! 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 Olette! Painter! Pence! Olette! What? What just happened? Huh? How did I get here? Roxas! Ladies and gentlemen, Roxas, our new top struggler! Roxas? Tja, fängt einen gegen Setzer, ne? Erstmal speichern. Meine Fresse. Das war gegen Ende dann doch ein bisschen was krasser. Aber hey, geschafft. Tja, was da wohl passiert ist mit Axel und dem einen Typen, hä? Machen wir mal gegen Setzer. Play fair now. You're at the top of the bracket. There's only room for one up here.
Well, may the best man win. Hey, Rucksack. How about you throw the match for me? Roxas! Focus! Let me win, and I'll make it worth your while. Get real! Roxas, our underdog hero, versus Setzer, our defending champion. The winner of this match will be the true champion. That's bragging rights for a whole year, folks. Whatever you think is right, you're wrong. And that is a big mistake. My life is a chip in your heart. Ja, denkt er, ist so eine große Babbo. Ach, guck mal, jetzt sieht man seine HP. Oben rechts. Kugeln, ha. Blockt mit der eigenen Waffe hier. Ja, ich bin da geblockt. Ja, hier, möchte noch mehr haben. Und jetzt ist er betäubt. Jetzt können wir uns die Kugel einsammeln, ganz einfach. Also ja, der ist ein ziemlich großes Pushover. Also, ein ziemlicher Waschlappen, ehrlich gesagt. Also, schwer, mittel, leicht. Also, umgekehrt. Ja, bevor er was sagen konnte, ne? Tja, verkackt. Da haben wir den Champion-Gurt bekommen. Hört ihr Feuer, Eis und Blitzresistenz merklich. Und die 4-Kristall-Trophäe. Trophäe vom Struggle-Turnier. Sie ist mit 4 Kristallen verziert. As promised. Thanks a ton, Roxas. One more treasure for us to share. I've got a present too, for all of us. Whoa. Who used to hang out with us? Riku? Yeah. I wonder whatever happened to him. I sure miss him. He's far away. But I know we'll see him again. Sure. Of course we will. And the other boy? What other boy? The one who was with Riku and me all the time. We played together on that island. His voice always used to be there, and now it's gone. I can't think of his face or his name. I feel awful about it. So I told myself, I'm not going to the island until I remember everything about him. Are you sure you didn't make him up? Naminé? Naminé, what's happening to me? Who are you? And that's not my name.
I'm Kairi. Kairi, I know you. You're that girl he likes. Who? Please, a name. I'm Roxas. Okay, Roxas. But can you tell me his name? You don't remember my name? Thanks a lot, Kairi. Huh? Okay, I guess I can give you a hint. Starts with an S. Are you okay? What's that? A letter. I wrote it yesterday, to the boy I can't remember. I said that no matter where he is, I'll find him. One day. And when I stopped writing, I remembered we made a promise. Something important. This letter is where it starts, I know it. Wow. I hope he gets it. He will. Starts with an S. Right? Sora? Restoration at 79%. His progress is astounding. So, what happened? Namine's encounter with Roxas put his heart in contact with Kairi's. And that, in turn, affected Sora. You see? Namine. She's a wonder. She wasn't born like other nobodies. She can interfere with the hearts and memories of Sora and those aligned with him. But whose nobody is she? I could tell you. But first, perhaps you could tell me your true name. It's Ansem. It's an honor, Ansem. No way! It's too soon. You can't seriously get rid of him. It's an order. Why do you hesitate? You, who has been ruthless towards those who turn their backs on the organization. But it's not like that. He didn't betray us. He can't come back. If he doesn't return, you know what you must do. Or you will face the consequences. So you'll turn me into a dusk. All right, I'll do it, if that's what you want. Huh?
I'm dreaming. But which parts were the dream? Der fünfte Tag. Only 3 days left of summer vacation, so don't even mention that assignment. But we agreed we'd get it finished today. Yesterday, I fell off the station tower, didn't I? You wouldn't be here if you did. But man, that was a close one. Stop changing the subject. Okay, already. You win. We'll do the homework. Stupid independent study. So, anybody got any bright ideas for a topic? Maybe we could study the stuff that's happening to me. You know, the dreams and the guys in white. Forget it. Why? You know, things have been weird with you in the town since the photos were stolen, right? Well, tomorrow, we're all gonna search the town and find out what's been going on. Lots of people are helping out. All that for me? I'll go get some ice cream. Das muss zur Zeit dieses. Da macht zur Zeit dieses seltsame Gerücht die Runde. Wollt ihr es hören? Ihr kennt doch die Treppe am Abendrotbahnhof. Wir benutzen sie doch andauernd, ohne groß darüber nachzudenken. Aber, und das ist das Seltsame daran, die Anzahl der Stufen ist unterschiedlich, je nachdem, ob man rauf oder runter geht. Im Ernst? Nein, im Detlef. Und es gibt noch 6 andere mysteriöse Geschichten wie diese. Fast wie die 7 Wunder von Twilight Town. Du meinst, wir sollten für unseren Aufsatz etwas darüber ausfinden? Pence, du bist ein Genie. Vielleicht machen ja noch mehr solche Gerüchte in die Runde. Wir teilen es am besten auf. Ich mache mich auf die Suche nach den 7 Wundern. Rolette und ich hören uns nach neuen Gerüchten und Korn Rolette. Komm, Kotelette. Bleiben noch Witze übrig, Oxas. Auf zum Bahnhof mit dem zu uns Abendrotviertel. Na, das ist unsere Hausaufgabe anscheinend für die Sommerferien. Aber mit den ganzen Fragen über Fragen, die wir mehr oder weniger bekommen haben durch die ganzen Sequenzen, sagen wir mal, das Schluss ist für heute hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt Kingdom Hearts 2 Final Mix mit mir, der Memerius, und natürlich euch, den Zuschauern. Auf Veteran. Und falls es euch ja gefallen hat, dann solltet ihr unbedingt auch abonnieren, damit ihr nichts weiteres verpasst. Also, vielen Dank fürs Reinschalten und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also haut rein, bis dann.